Willkommen zurück zu Dark Souls 3 und ich habe schon wieder technische Probleme. Und zwar bin ich hier zum Bonfire gegangen in der letzten Folge, wie ihr noch wisst. Bin hier runtergegangen, habe alles geklärt, alle Items genommen, also hier rechts rum. Und dann ist mir das Spiel abgeschmiert. Das heißt, die Aufnahme in circa 6-7 Minuten gewesen. Ist für'n Arsch. Allerdings lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Wir gehen jetzt hier weiter. Und ja. Machen einfach das Beste draus. Tut mir leid, dass schon wieder etwas verloren gegangen ist, aber es ist halt wirklich nicht so viel. Hier stand noch ein Gegner, der war unsichtbar. Und hier sehe ich schon einen Hund, aber ich glaube, hier um die Ecke ist dann auch noch was, oder? Nee, doch nicht, weil er sagt, da war dahinter. Vorsicht vor Dresche. Vorsicht vor links. Hallo, Hund. Au. Ja. Vorsicht vor Dresche. Er hat mich gewarnt. Eine Wurfmachete. Wow. Ah, das meint er. Genau. Leg dich auf den Rücken, Hund. Eine rostige Goldmünze. Ansonsten ist hier gar nichts mehr. Gut. Gehen wir halt weiter. Ach, guck mal an. Vorsicht vor Mobgegner, alles klar. Ich hab ja meine Feuerbomben. Ach du Scheiße. Denn irgendwas Cooles? Ich weiß es nämlich gar nicht. So, jetzt habe ich die Hälfte meiner Feuerbomben verschwendet. Muss man ja schon so sagen. Es ist ja schon verschwendet. Ich bin echt nicht gut, ne, in Pfeil und Bogen. Aber hat mir schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Pfeil und Bogen. Warum der jetzt auch aus dem Zielmodus rausgegangen ist, keine Ahnung. Pot. Aha, jetzt aber. Gucke. Da, wer ist denn da? Wow. Kaputt. Sonst noch wer da hinten? Das heißt, ich kann bestimmt auch über die Balken laufen. Na, komm hoch. Ich weiß auch, dass du zu mir willst, Kollege. Ein blaues Bügelchen. Zwei Gegner sehe ich noch offensichtlich. Okay, der ist halt näher dran. Ich habe das Gefühl, alles, was so in der Ferne ist, ruckelt extrem hier gerade hoch. Ich weiß aber, warum sehe ich den jetzt gar nicht mehr? Hallo? Ah. Okay, das haben wir. Und da hinten steht noch einer. Und da um die Ecke habe ich gerade auch noch einen gesehen. Ja, wird jetzt was langweilig. Ich schieße mich ja halt so durch. Aber was heißt schießen? Das ist ja jetzt nun wirklich kein Schießen. Wenn mir das Spiel die Möglichkeit bietet, dann, ne, tue ich das auch.
Warum soll ich es mir denn künstlich schwerer machen? Da kommst du oder kommst du nicht? Mann, nett. Oh! Nein, 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 nein! Nein! Mein Timing! Was für ein Arsch! So. Wo ist denn jetzt der andere Gegner? Ah, hier. Guten Tag. Hallo? Na gut. Komm her. Gott, ein bisschen weniger Theatralik, Kollege. Ich höre halt immer noch... Welche? Ach komm, das war super getimed. So. Sonst noch jemand? Ich traue der Sache nicht. Da oben. Guck mal an. Komm runter, Jung. Ja, du auch. Aber hier unten müsste doch alles clear sein, oder? Oh, das werde ich sehen, wenn ich wieder einen Speer, ein Schwert oder sonst was im Rücken habe. Oh wow, da sind aber echt viele noch. Hallo? How about stirb? Ey, was ist denn los? Ah. Komm her. Komm. Ah, das ist natürlich schade. Hä? Noch ein Zauberer-Dude. Okay, das war sehr, sehr dumm von mir. Das kennt er ja mittlerweile von mir, dass ich sehr, sehr dumm reagiere oder agiere. Ich sag's immer wieder, ich bin halt kein Pro-Gamer. Und ich bin halt auch nicht gut in dem Spiel. Aber ich liebe es. Es ist so eine Hassliebe. Ihr kennt das. Ihr wisst, was ich meine. Nix. Nö. Das war noch nicht alles. Nein! Oh. Ich kann... Uncool. Und das nur, weil ich runtergefallen bin. Ah, Gott, ist das ärgerlich. Ich habe keinen Heilgegenstand mehr. Das ist nicht schön. Shit. Da ist doch bestimmt noch. Stimmt, da war ja noch eine Plattform. Hallo? Wollte gerade sagen, Kollege.
Da ist eine Truhe. Okay, keine Mimik. Geheimfahrt? Niemals. Sag ich doch. Ach komm! Ich kann da nicht runter? Jetzt muss ich die ganze Kacke nochmal machen. Oh, verarsch mich nicht. Spiel, komm, verarsch mich einfach nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, ist das ärgerlich. Aber ich habe jetzt mehr Estus. Aber ich muss jetzt wieder da durch. Egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, oder? Ist dann halt etwas langweiliger. So, hier steht der unsichtbare Hiopai wieder. Guten Tag. Na? Ja. Kaufe ich. Nicht. Habe ich noch? Ja, ich habe wieder Feuerbomben. Ist ja super. Super, dass die automatisch wieder reingebracht werden. Was mache ich denn hier wieder für einen Bullshit? Hier, verrecken wollt ihr alle. Komm schon. Nee, das Spielchen mache ich nicht mit. Vor allem, warum sind hier so viele Gegner? Ich meine, das ist so einer der Stellen in Dark Souls, die einfach nur aufhalten sollen, habe ich das Gefühl. Das gab es im Heiligen Demon's Souls, soweit ich mich erinnere, nicht. Und ja, Demon's Souls ist mir sehr heilig. Ich liebe Demon's Souls. Vor allem, wie ich es einfach mit den Welttendenzen sehr gerne habe. Das ist für mich bis heute unerreicht. Na, kommst du endlich auch mal nach hier? Geht doch. Immer noch ein Pfeil irgendwo drin hängen. Kollege, warum verblutest du nicht einfach, hm? Na, dann halt so, mir auch egal. So, das haben wir. Das sind auch noch mindestens zwei. Hallo? Treff mal. Unsichtbaren Bastard, ey. Ja, komm, verrecke.
So, der ist auch kaputt. Damit müsste hier unten eigentlich ja alles klar sein, oder? Es sind nur noch die Hyopais da oben. Ja, haben wir schon mal den ersten. Ach komm. Ernsthaft? Ja, ich lerne es auch nie mit dem Fallschaden, ich weiß. Ist dahinter noch was? Nee, leider nicht. Schade. Hier ist noch ein Gegner. Oh, das scheint wehgetan zu haben. Eieiei. What? Ein? Gut. Tot ist er. Das ist schon mal wichtig. Bist da unten bist du gefallen, du hast überlebt. Ich wäre gestorben. Ich wäre sowas von gestorben. Aber das ist okay. Und das war knapp. Was haben wir hier drin? Joschkas Speer, all klar. Käferkügelchen. Okay, hier geht's runter. Aber das ist nicht der Weg, den ich mir gedacht habe. Da hinten geht's ja auch noch mal. Ich gehe mal da hinten raus. Ah, okay, also es ist nicht wirklich was anders. Na gut, hätte ja sein können. War mir nicht bewusst. Ja, kommt der denn jetzt her? Ich sehe Seelen im Wasser. Das bedeutet dann wohl, dass ich da irgendwo runter muss. Okay, und irgendwo höre ich ja auch einen Gegner. Ah, guck mal da unten. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Nicht weglaufen. Funkeltitanit. Sehr gut. Da ist einer, da ist einer. Kurz wegrollen. Das sind mir zu viele von euch. Oh, wo kommt der denn her? Von links, der Typ. Unnötig, Leute. Einfach unnötig. Da
frage ich mich dann auch immer wieder, warum muss das sein? Ja, ich habe den Typen da rechts gesehen. Ja. So, tot. Haben wir das auch schon mal geklärt. Ein blutiger Edelstein. Und ich habe Angst, darunter zu gehen. Wollte ich gerade sagen. Oh, was ist das denn? Das ist ja widerlich. Hallo? Bleibst du bitte weg? Oh. Oh. Hallo, unsichtbare Wand. Hallo. Hä? Boah, ist ja schrecklich. Ist noch so eins, oder? Bah, grausam. Wie kann man solche Monster erfinden? Oh, nee. Pfui, Deibel, ey. Okay. Oh. Ring der Opferung. Noch einen. Grüne Blüte. Das Gefühl, ich komme mit Magie jetzt gerade besser durch bei den Viechern. Bin mir halt nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch ein Trugschluss ist. Da ist ein Eingang und eine Höhle, also eine Brücke. Noch so Gliedmaßenviecher, oder? Jo. Immer noch nicht weit genug, so. Oh, gib weg. Oh, gib bitte weg. Oh, Kacke, das ist so ekelhaft. Oh, nee. Oh, du erinnerst mich zu sehr an den Klaffdrachen, Mädel. Oh. Boah, das ist widerlich. Mir kommt die Kotze, wirklich. Oh. Geh weg. Ich will nicht. Du bist ekelhaft. Nein! Nicht mit mir. Boah. Boah. Nö. Ach Gott. Warum? Okay. Was ist das für ein Vieh? Große Heilung. Ja gut, bin aber kein Kleriker. Boah Leute, das ist doch echt widerlich, oder? Bilde ich mir doch nicht ein, dass das widerlich ist. Da hinten ist noch eine Seele. Ich hoffe, da... Boah, nee. Noch mehr Überraschungen kann ich jetzt auch nicht gebrauchen.
Eine grüne Blüte. Nee, 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 nee. Noch eine grüne Blüte. Was sagt der? Lügner voraus, aber hier ist doch niemand. Was hat? Mehr gibt es hier nicht? Ja, super. Okay, da hinten kann ich also auch hin. Ich gehe wahrscheinlich hier durch, ne? Hier runter, da hoch und dann ist da irgendwas. Irgendwas ist da schon. Machen wir dann hier Pause? Ja, ich glaube, wir machen Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.